hoffe, ihr seid alle noch motiviert dabei. Ich bin's auf jeden Fall. Und wenn ihr es jetzt nicht seid, dann werdet ihr sicherlich am Ende des Videos, weil ich zeige euch jetzt, wie man sich selbst motivieren kann, damit man auch diese ganzen guten Vorsätze des Jahres durchzieht, damit man beim Sportprogramm dran bleibt, damit man auch immer weiter bei der gesunden Ernährung dran ist. Das sind nämlich ganz, ganz, ganz wichtige Dinge. Ohne Motivation passiert leider nicht viel. Als ersten Tipp habe ich natürlich für euch Social Media. Ja, der eine oder andere wird jetzt sagen, ja, kenne ich schon. Aber ich werde euch noch ein paar andere kleine Social Media Sachen sagen und zeigen, die euch vielleicht nochmal die Augen öffnen, wo ihr denkt, okay, das kenne ich noch gar nicht, vielleicht hilft mir das auch persönlich. Und zwar habe ich für euch einerseits Pinterest. Manche werden das kennen, weil es sehr, sehr stark aus Amerika rüberkommt. Viele denken sich aber noch, was ist das genau? Ich werde euch natürlich zeigen, wie ihr auf Pinterest kommt. Ihr könnt auch mit Facebook-Account euch bei Pinterest anmelden. Und das Tolle ist eben, was ich so liebe an Pinterest, ist einfach diese, man kann sich einfach berieseln lassen mit positiver Energie. Pinterest hat so, so viele verschiedene Themen, die es abdeckt. Sei es, wie ich gerade auch, Wohnungseinrichtungen oder ähnliches, hat es auch so viele tolle Bilder, Motivationssprüche, aber auch Informationen zum Thema Workout, zum Thema gesunde Rezepte, weil ich finde, wenn man gesunde Rezepte auch mal richtig schön dargestellt bekommt, mit dem ganzen Bildmaterial, Informationen dazu, die man sehr, sehr einfach auf Pinterest suchen kann, dann weiß man auch, was man machen kann. Man wird schon ein bisschen darauf vorbereitet und wenn etwas gut aussieht, dann möchte man es natürlich auch nachkochen und das gesunde, leckere Kochen wird so viel leichter. Ich werde euch meine Facebook-Gruppe, wer da noch nicht drin ist, unten verlinken. Da findet ihr ganz, ganz, ganz viele motivierende Worte und motivierende Leute und ich sage euch, solche netten und pushenden Wörter können wirklich am Ende das entscheidende Fünkchen geben für denjenigen, der sagt, ich mache weiter und für denjenigen, der sagt, ich höre auf. Was ich für mich auch entdeckt habe, was mir richtig dolle hilft, um motiviert zu bleiben, sind Sachen aufzuschreiben. Und das heißt nicht auf so ganz vielen kleinen Post-its, weil wir wollen ja nicht unser ganzes Haus von Post-its haben, sondern wir wollen ja alles zusammen haben, vielleicht auch in etwas, was wir immer mitnehmen. Ich weiß, Handy kann da helfen, aber ich als Mädchen, als Frau, ich denke, das ist bei vielen von euch auch so, möchte gerne etwas zum Schreiben haben, vielleicht etwas zum Notieren, vielleicht etwas sogar zum kleine Bildchen reinmalen. Deswegen liebe ich meinen Kalender und ich glaube, viele von euch würde das auch motivieren, da Sachen reinzuschreiben. Nicht nur einfach nur so Ideen, sondern sich wirklich strukturiert Sachen immer zu planen. Das heißt, sich am Anfang der Woche hinzusetzen, zu sagen, wann mache ich Sport, wann habe ich Zeit und dieses Abhaken. Ich sage euch, dieses Abhaken von Workouts, die ihr gemacht habt, die ihr euch vorgenommen habt und die ihr dann wirklich durchzieht, das ist ein Gefühl, was euch sicherlich Motivation für die nächste Woche gibt. Also schafft euch vielleicht mal einen Kalender an, vielleicht habt ihr sogar schon einen. Ich verlinke euch unten natürlich meinen, weil manche immer fragen, Anne, woher ist der Kalender? Ich habe meinen ganz normal bestellt. Also verlinke ich ihn euch mal unten, ich hoffe, ihn gibt es noch. Wenn nicht, irgendein Kalender wird es auch tun. Und dann gestaltet ihn schön, wirklich gebt euch Mühe. Wenn ihr ihn schön gestaltet, werdet ihr merken, dass ihr auch immer gerne reinschaut. Und auch gerne diesen Haken setzt und auch gerne dieses Kreuzchen macht oder durchstreicht. Was auch immer ihr dazu machen wollt, probiert es mal. Als dritte Motivation habe ich für euch neben der strukturierten Planung eures Tages vor allem, startet euren Tag mit gesundem Essen. Wenn ihr gesund in den Tag startet, sage ich euch, dann wird das ganze Positive sich durch den Tag ziehen. Ich kenne das von mir. Ich kann da nur von Erfahrung reden und ich habe davon ziemlich viel bei mir selber gemacht. Und auch von meinen ganzen Bodyshapern gehört. Wenn ihr morgens schon sagt, ah, lass uns mal gucken, vielleicht essen wir morgens ein Nutella-Brot noch oder irgendwas Ungesundes, ich esse dann später gesund, das wird sich negativ auf den ganzen Tag auswirken, vielleicht auf die ganze Woche. Wenn ihr dagegen morgens schon sagt, so, ich versuche morgens wirklich gesund zu essen, kalorienbewusst und zu sagen, nicht zu viel von allen möglichen Ungesunden, sondern mit ganz leckeren Smoothie oder ein Porridge mit einem gesunden Vitamin drin, vielleicht sogar in den Smoothie ein paar Gemüsewürfel, sei es gefrorenen Spinat reinmachen. Rezeptideen gibt es natürlich wie immer auf Bodyfood. Dann werdet ihr das immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, ganz unbewusst sogar. So nach dem Motto, ich habe gut in den Tag gestartet, ich mache das jetzt nicht kaputt durch irgendwelche
doofe Kacke, die ich jetzt esse, sondern ich möchte, dass sich das auch gelohnt hat. Und dieser Gedanke, das ist ganz, ganz wichtig. Genauso würde ich euch empfehlen, ich weiß nicht, jeder wird das können, aber versucht vor allem morgens oder vormittags sogar den Sport einzubauen, wenn ihr es denn könnt. Mir hilft das selber auch, weil jemand, der schon Sport gemacht hat an dem Tag, der ist eher so dazu geneigt zu sagen, okay, ich habe mich bewegt, ich habe meinem Körper was Gutes getan, ich werde jetzt sicherlich nicht ihm was Schlechtes hinterherwerfen. Motiviert zu bleiben ist oft nicht so leicht, besonders wenn es ums Essen geht. Ich merke immer wieder, dass Essen so ein bisschen das größte Problem ist, besonders wenn es ums Abnehmen geht oder ums gesunde Zunehmen, dass man da sehr schnell sagt, oh, es ändert sich doch irgendwie überhaupt nichts nach einer Woche und ich sehe immer noch so aus und irgendwie lohnt sich das Ganze doch gar nicht. Jetzt halte ich eh nie durch. Das ist ja furchtbar. Deswegen große Motivationshilfe. Erstens natürlich nicht unbedingt sagen, wie möchte ich am Ende aussehen, sondern kleine Schritte nehmen. Und wenn ihr diese kleinen Schritte nehmt, heißt es auch vor allem Dingen zu merken, dass die Ernährungsumstellung, wie ihr euch gesünder ernähren wollt, mehr Sport zu treiben, oft nicht nur mit Rückschritten zu tun hat, sondern auch vor allem mit kleinen Schritten. Wir können nicht von heute auf morgen verlangen, dass sich unser ganzes Leben ändert. Wir können auch nicht verlangen, dass wir von heute auf morgen alles von unseren ungesunden Ernährungsweisen abstellen. Das dauert Jahre und das ist auch gut so und nur wenn es sich Schritt für Schritt ändert, wird es auch immer so bleiben und wird auch nicht Schritt für Schritt wieder zurückwachsen. Deswegen auch hier die Motivationshilfe. Sagt euch selber vielleicht auch, was gönne ich mir? Was ist das, was mich zufriedenstellt? Was kann ich mir wirklich in Maßen gönnen? Und bei diesem Gönnen heißt es auch wirklich in Maßen und strukturiert vorzugehen und nicht zu sagen, ich kaufe jetzt wahllos ein, sondern ich kaufe mir vielleicht sei es eine Schokotafel und die möchte ich mir dann durch die Woche hindurch gönnen. Und dieses kleine Gönnen, dieses sich selbst was Gutes zu tun, das hilft auch sehr, sehr dolle. Wohingegen, wenn man sagt, ich streiche jetzt alles Ungesunde, damit es so schnell wie möglich geht, dann werden das viele Leute durchhalten, aber viele auch nicht. Weil viele dann auch merken, sobald sie was Negatives fühlen, essen, sei es mal wieder eine ganze Tafel Schokolade aus Frust, dann ist es für diese Menschen so wie ein Versagen und oft steigt man da nicht mehr aufs Pferd, sondern man lässt es dann ganz. Wohingegen, wenn man sagt, okay, das war jetzt meine geplante Rippchen Schokolade, dann ist das Gefühl ein ganz anderes und ihr bleibt motiviert dabei. Das waren so ein bisschen meine Motivationshilfen für euch. Jeder kann sich natürlich auch ein bisschen anders motivieren. Schreibt es doch vielleicht in die Kommentare, wie ihr euch motiviert. Vielleicht kann der ein oder andere von unserer Community da noch was für sich selbst rausholen. Und ihr wisst ja, in der Community sich gegenseitig zu motivieren, ist so viel leichter, als ganz allein vor sich hin zu brödeln. Also ganz, ganz viel positive Energie schicken und ich wünsche euch ganz viel Spaß noch weiterhin beim Fit und Gesund bleiben. Tschüss!